So, ich bin wieder da. Ich bin natürlich auch so ein Held. Ich habe natürlich das Spiel nicht pausiert. Derzeit, jetzt dürfen wir direkt nochmal was essen gehen. Und Essen und Trinken vorbereiten. Für unterwegs. Ja, also meine bessere Hälfte hat mir gerade erzählt, dass die über ihren Laptop tatsächlich auch nicht schreiben kann. Wir haben das Problem erkannt. Ich werde versuchen, das zu beheben. Das Problem ist, dass ihr im Prinzip die Chat-Regeln einmal aktivieren müsst. Ja, danke schön. Ach so, genau. Also, ich habe ein sehr gutes Lagersystem, was auch transportabel ist. Ich glaube, ich habe es gesehen bei dir, weil du einmal dein Baumenü, dieses Menü, glaube ich, geöffnet hattest. Ich kenne dieses Lagersystem. Das ist mit diesen lilanen und roten Schränken, glaube ich. Ich hatte das auch schon mal installiert. Ich weiß gar nicht, warum ich es diesmal nicht mit dabei habe. Denn ich habe ich glaube, Autofabrikator heißt es, habe ich mit installiert, sodass er im Prinzip zieht er mir aus allen Schränken das Zeug. Genau, du hast einen Schrank, in den du alles reinpacken kannst, und wenn du das passend programmiert hast, sortiert er das automatisch auf die Schränke. So war es, ne? Genau, das ist eigentlich nicht schlecht. Mal gucken, vielleicht baue ich das ja auch noch mit ein. So. Also das Problem mit dem Chat ist, dass ihr einmal bestätigen müsst, dass ihr euch auch an die Regeln haltet, die im Chat zu befolgen sind. Und dieses Fenster verschwindet unterhalb eures Fensters. Ich habe es gerade auf dem Laptop meiner besseren Hälfte ausprobiert. Wenn ihr das nicht in Vollbildmodus anzeigt. Ne, das meine ich, die Autosorte, die habe ich in dem Modus auch drin. Die Autosorte, achso, die dachte ich, meintest du jetzt. Ich habe es auf dem Laptop jetzt gerade auch nicht hingekriegt, dass man das deaktivieren kann. Ich gucke mal nach, ich weiß gar nicht, ob ich selber vielleicht deaktivieren kann, dass ihr das gar nicht mehr bestätigen müsst. Das kriege ich jetzt aber auf die Schnelle nicht hin, da muss ich mich auch erst selber reinfuchsen. Tut mir leid. Dann müsst ihr heute leider mobil mit mir schreiben. Ich versuche dann bis zum nächsten Mal hinzukriegen, dass es auch über einen Laptop geht. Also wie gesagt, auf meinem einen Monitor funktioniert es tatsächlich auch nicht. Wenn ich jetzt selber was im Chat schreiben will, kommt diese Meldung tatsächlich auch und die ist unterhalb des Bildschirms. Aber wenn ich den einfach auf meinem anderen Monitor verschiebe, kann ich das bestätigen und kann dann auch was schreiben. Wenn ich die richtige Tastatur verwende, auf jeden Fall. Dann geht's. Ich weiß aber nicht, ob ich das behoben bekomme. Das muss ich leider zum nächsten Mal ausprobieren. Tut mir leid. Okay, dann, Lord Master, weiß ich leider nicht, welches, du meinst. Wie gesagt, ich habe nur ein paar Mods mit installiert. Unter diesem Video habe ich das in meinen Panels mit integriert, welche Mods ich mit installiert habe. Ich weiß ja nicht, ob das vielleicht mit dabei ist, was du meinst. Oder ansonsten schreib's mal in den Chat. Dann schaue ich es mir mal an, ob ich das mit installieren möchte. Also ich habe nur sehr, sehr wenige Mods mit installiert, weil ich das Spiel nicht so groß verändern wollte, sondern einfach nur für Let's Play ein bisschen besser machen wollte, dass wir jetzt nicht ewig die Schränke sortieren müssen oder ich jetzt tausend Sachen aus Schränken rausnehmen muss, um irgendwas im Fabrikator zu bauen. Das sollte das einfach fürs Let's Play noch ein bisschen besser machen. Das fuppt ohne Mods. Aha. Okay. Ich kenne es auf jeden Fall nicht. gut. Bin ich soweit vorbereitet? Batterien, Trinken, Essen. Nehme ich noch mehr mit? Wir sind ja gerade auch nicht besonders lange unterwegs gewesen, aber ich möchte auch ein bisschen Inventarplatz noch behalten. Aber es schadet ja nicht, wenn wir noch ein bisschen was zu essen und zu trinken mitnehmen. Das können wir ja entweder essen oder einfach wegschmeißen. Wir nehmen mal 4 und 4 mit. Was gibt es da Neues? Was ist das denn? Kernbrennstab. Ach, das ist jetzt bestimmt für die, für das Kernkraftwerk, ne? Wie hieß es? Kernkraftwerk? Ist das so weit unten? Nö, nö, nö. Kernreaktor. Ah, da ist das wahrscheinlich das Zeug, was ich da reinpacken muss. Gut, werden wir alles einmal bauen. Ich will es auf jeden Fall mal sehen, ob ich es brauche oder nicht. Sehen wir dann. Gut,
habe ich jetzt 4 und 4 mit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 mal Heilung, Batterien, alles dabei, alles klar, wir machen uns direkt wieder auf den Weg. Damit wir noch ein bisschen was schaffen. Aufnahme läuft soweit. Ja, sehr gut. Alles super, so wie ich es wollte. Du darfst es selbst herausfinden. Oh. Dann versuche ich das einfach herauszufinden. Oder? Nein, machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt direkt los, weil es war ja auch der Plan, dass ich vielleicht den nächsten Teil von dem Raumschiff noch baue. Wo ist denn jetzt der Eingang? Wir gerade rausgekommen sind. Das war Motion River. Da. Ein bisschen weiter links. Natürlich wieder schön in dem Gebiet, wo der Reaper Leviathan war. Eine Frage, Lord Master. Kannst du mir das beantworten? Wenn ich in einem Gebiet einen Reaper Leviathan getötet habe, eingeschläfert habe, sag ich mal. Wir wollen ja nicht so aggressiv werden hier. Spawn die neu. Kann ich mich frei in dem Gebiet bewegen? Oder sind die für immer weg? Das finde ich nicht ganz so schlimm, muss ich zugeben. Kann wieder spawnen. Na gut. Dann ist es so. Alter, ich fahre auch wieder schön in ein Gebiet, wo ich gar nicht hin will. Ich habe schon eine Map und verfahre mich trotzdem. Unglaublich. Aber trotzdem vielen Dank für deine Antwort. Auch wenn es die falsche Antwort war. Aber so ein bisschen wäre auch doof, wenn man wirklich alles töten und vernichten könnte und dann nichts mehr unterwegs wäre, wäre auch doof. Irgendwie ist ja dann die Spannung aus dem Spiel, weil das ist schon ziemlich nervenaufreibend. Zumindest für mich. Alter, ich spiele die übelsten Gruselspiele und Horrorspiele auf YouTube, ne? Und hier nimmt mich das voll mit. Was ist das? Was bist denn du? Energietransmitterfragment? Bumm! Wir haben was Neues freigeschaltet. Wie cool ist das denn? Alter, heute läuft's. Es kann uns nichts mehr passieren. Leider doch. Habe ich die richtige Motte mit? Ah, ich dachte schon, ich hätte jetzt die falsche Motte mit. So, wir schon weiter rechts. So, in die Richtung, ja. Mit einer Mir. Danke. Das sollte ich mir vielleicht auch noch mal als Countdown mit reinmachen, der mir regelmäßig sagt, dass ich mal speichere. Aber mein anderer funktioniert ja auch nicht. Eigentlich sollte der mich einmal die Stunde daran erinnern, dass ich meine Aufnahme beende. Ist doch eine Frechheit. Mit einer Mod. Ach so. Ja, aber nee, das will ich gar nicht. Eigentlich ist das ja das Geile daran, dass wenn es jetzt überall friedlich wäre, wäre es doch auch doof. Ich meine, es ist auch so schön und spannend und interessant, aber so richtig geil macht es halt. Ja, ich füge das mit ein. Als Kommand. Das machen wir auch fertig. Damit ihr mal schön schreiben könnt, dass ich speichern soll. Nee, aber eigentlich ist das schon ganz gut, dass da auch Tiere dabei sind, vor denen man ein bisschen aufpassen muss. Sonst wäre es auch, glaube ich, recht langweilig. Alter, ich bin schon wieder voll dran vorbeigeheizt. Was ist denn los mit mir? Ja, warte. Ein Warper, ich wollte gerade sagen, was ist er denn für eine? Nein, so da. Aber ich habe das Gefühl, ich müsste viel tiefer. Muss ich bestimmt auch. Ich war hier wahrscheinlich richtig und hätte da noch viel, viel tiefer müssen. Aber ich schaue jetzt gerade einmal da oben, bevor ich jetzt gleich total falsch bin.
Aber ich bin jetzt gerade bei 215 Meter, das ist ja quasi nichts. Obwohl, hier könnte es auch sein. Wer? Weiß nicht, obwohl, hier ist schon wieder Ende. Muss ich da rein? Ich hoffe nicht. Ich schwimme mal hier runter. Also hier sind schon wieder... Ah, ne, hier ist... Boah, hört auf, gegen meine Motte zu knallen. Hier macht er zum Glück keinen Schaden. Einfach weiter. Einfach die Geräusche ignorieren. Hier haben wir schon wieder diese komischen weißen Punkte an der Decke. Die hatten wir ja vorhin auch. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ja, das sieht gut aus. Auf Anhieb gefunden. Das ist übelst geil hier, oder? Verfolgt mich gerade irgendwas? Ich würde ja ganz gerne mal gucken, ob ich eine von den Pflanzen oder was auch immer es ist hier. Ob ich die auch mitnehmen kann. Die gefallen mir wohl. Ist her. Kann ich dich scannen? Ja. 5. Feuerkoralle. Ja, das passt. Und warum kann ich den nicht abbauen? Schade. Aber es sieht doch so aus, als wenn hier ein Gebiet wäre, wo ich noch mehr von dem Erz finde. Da liegt wieder der Reaper, das Reaper-Skelett rum. Nee, davon brauche ich nichts, davon habe ich genug. Da liegt der Reaper. Was lag denn da gerade? Hier liegen eine Menge Skelette. Nickelerz. Brauchen wir Nickelerz. Was bist du? Oh, das war nicht gut. Berührt nicht das Wasser. Das war nicht gut, oder? Nein, das war nicht gut. Es macht zwar nicht viel Schaden, aber er wirkt... Oh. Kristalliner Schwefel. Ach, guck, das brauchen wir auch noch. Das kriegen wir hier. Oh, ist klar. Aber warum dann so, dass ich Schaden bekomme, wenn ich es einsammeln will? Oh, guck mal, da ist noch mehr. Ich glaube, das brauchten wir auch irgendwo für. Hä, wo ist es denn jetzt? Ja, da habe ich es doch noch gesehen. Es ist nicht mehr da. Doch, da. Hinein! Aufgesammelt und wieder raus. Naja, so wenig Schaden macht es auch nicht. Aber immer noch weniger als ein Leviathan. Was bist du? Achso, nee, das Zeug brauche ich nicht. Aber bist du da? Lithium. Ah, Lithium kann man immer gebrauchen. Ich habe halt auch nicht sonderlich viel Platz im Inventar, dass ich jetzt Sachen einsammle, die ich auch woanders bekommen würde. Nimm mal eine Heilung. Ess mal was, trink mal was. So, da sind wir da schon mal wieder voll. Von dem Zeug habe ich auch noch jede Menge Lithium. Hier sind so viele geile Sachen. Am liebsten würde ich das ja alles einsammeln. Da muss ich vielleicht doch nochmal meine LKW-Motte aktivieren. Nee, dich haben wir schon. Es ist nur heißes Gebiet hier, oder? Ich wollte gerade sagen, warum qualmt das hier so? Und der Sound gefällt mir wieder über. Alles gut. Gepunktetes Ampferblatt. Scanne er es. Alles gut. Wir haben die passende Klamotte an, also so schlimm ist es nicht. Das kann man ohne Schäden einsammeln? Wieso kann ich das nicht? Muss ich gar nicht so dicht dran wahrscheinlich, ne? Mann, hört auf, gegen mein Boot zu schwimmen. Ihr macht mir da Kratzer rein. Ich hab's gerade frisch lackiert. Mir gefällt der Sound hier nicht.
Und es gibt so viele Punkte, dass ich nicht erkenne, was böse ist und was lieb. Aber cool ist es. Er sieht übelst cool aus. Ich würde dich ja auch ganz gerne mal scannen, aber ich habe das Gefühl, du tötest mich dann einfach. Ja, ist nicht. Nein, ist nicht, habe ich gesagt. Magst du das? Ah, ich weiß, was du meinst. Du meinst hier diese erste Version von der Stoßkanone, ne? Schubkanone oder wie hieß sie noch? Ja, stimmt. Damit könnte man es tatsächlich einsammeln, ohne Schaden zu bekommen. Ja, aber ich kann doch nicht alles mitschlören und immer. Weil die Schubkanone finde ich ganz gut. Die Stoßkanone. Wie heißt es denn jetzt? Stoßkanone, ja. Da kann man schon so ein, zwei... Also ich habe schon wieder mein Licht nicht an. Ich bin doch auch verrückt. Ein, zwei Gegnern zeigen, wo es lang geht, quasi. Da, das... Nein! Ich brauche Nickelerz, Leute! Deswegen sind wir hier. Warum finde ich denn alles außer Nickelerz? Rubin... Kristall, nein, Quarz, oder? Quarz, ja. Jede Menge Quarz sogar. Guckt euch das mal an hier. Also hier dürfen wir auf jeden Fall noch mal... Nein, mehr sage ich nicht. Okay, das heißt, damit geht's nicht. Oder mit dieser Kugel. Die saugt doch auch die Sachen an. Aber mehr willst du ja nicht sagen. Die habe ich irgendwie auch noch nie mitgehabt. Da habe ich höchstens mal Fische mit eingesogen oder angesaugt, damit ich denen nicht hinterher schwimmen muss. Was bist du? Du bist einfach nur so ein Kalkstein-Ding. Das ist mir zu dicht. Kannst du bitte weggehen? Wir hatten doch eine Abmachung und du bist jetzt gerade in dem Berg verschwunden. Oh, wollte gerade sagen, das heißt aber nicht, dass du nicht wieder rauskommst, ne? Ich müsste da vorbei, Junge. Ich sehe dich noch im Hintergrund. Also hier haben wir anscheinend keinen weiteren Gang mehr gefunden. Ich schwimme einfach schnell dran vorbei. Was soll schon passieren? Ich lasse das Licht aus. Ich schwimme natürlich genau in meine Richtung jetzt, ne? Alter, macht der ein fieses Geräusch. Schnell weg! Ich tue so, als wäre er gar nicht da und schwimme einfach weiter. Warum hat man hier eigentlich keinen Rückspiegel? Er ist nicht hinter mir, denn ich bin schon ganz weit weg. Er ist wirklich nicht hinter mir. Das haben wir gut hingekriegt. Alles klar, schon können wir mit unserer Erforschung weitermachen. Was bist du? Du bist auch nur Quarz. Leute, braucht Nickelerz. Deswegen sind wir hier. Das kann doch nicht so schwer sein. So, bleib du fein da hinten. Ich schipper hier noch ein bisschen rum. Ist hier noch Schwefel? Ich habe ja ein bisschen Heilung dabei. Könnt noch ein bisschen Schwefel einsammeln. Wahrscheinlich ein fetter Schwefelklumpen bringt mir jetzt gerade aber auch nichts. Hier ist auch nichts. Jede Menge Gewächs, damit man ja das, was man sucht, nicht findet, ne? Ich sehe es halt aber auch einfach nicht. Kommst du nicht weiter, such tiefer. Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, oder? Ja, der Spruch passt auch ziemlich gut bei Subnautica, das kann ich bestätigen. Weil es geht halt immer weiter runter, das ist doch auch nicht, das ist doch auch nur so ein scheiß Kalk. Brauche ich nicht. Ja, aber hier? Da kann ich doch nicht rein. Kann ich da rein mit einer Motte? Richtig Schaden? Nö. Cool, ich kann hier mit der Motte runter. Ist das das, was ich suche?
Kann ich mich hier vor dem Ghost Leviathan verstecken? Aber ich repariere die gerade mal wieder ein bisschen. Man weiß ja nicht, was noch auf uns zukommt. Also ich weiß es auf jeden Fall nicht. Weiter geht's. Halt dich rechts an der Wand. Ja. An der rechten Wand, aber... Nein, da. Wieso bin ich denn jetzt links an der Wand? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ach, hier ist wieder das Gebäude. Oder ist das ein anderes? Nö, das ist, glaube ich, das. Ja, ja, das sieht danach aus. Ja, ja, ganz ruhig da auf den billigen Plätzen. Ach, der wollte gar nichts von mir. Alter, diese Soundgeräusche hier, echt übel. Was sind das alle für Dinger hier? Das ist doch eine Riesenmutter. Ich sehe es doch. Wo ist denn die passende Schraube dazu? Ja, aber ich wollte da hinten weiter. Ich würde schön an der Wand entlang, damit ich das einmal komplett aufdecke hier. Weil hier waren wir ja schon. Das haben wir uns schon angeguckt. Ich hoffe, ich habe da auch schon alles gesehen. Dass sie hier teilweise auch einfach an der Wand verschwinden, ne? Schönen Tag, hallo. Grüße euch. Warper ist gut. Ich bin schon wieder auf der Fall. Wie mache ich das? Ich schwimme die ganze Zeit an der Mauer entlang und bin plötzlich auf einer völlig anderen Seite. Geh weg, Warper. Du bist nicht von diesem Planeten. Anscheinend. Da bin ich jetzt an der richtigen Wand? Ja. So, hier geht's weiter. Hier einfach so aus einem Stein. Daran war es mal befestigt und das ist irgendwo abgefallen, deswegen ist das ganze Gebäude runtergestürzt, ja. Wo gehen denn die Kabel hin? Ach, die hängen da oben noch an der Wand. Aha. Sehr komisch. Tja, da haben die Architekten sich nicht besonders viel Mühe gegeben. Okay. Nickelerz, Nickelerz. Nein, Nickel. Doch, es hieß Nickelerz, oder? Was ist das? Wieso habe ich denn da noch einen Fleck? Ach, guck. Da können wir gleich noch einmal abbiegen. Also hier müssen wir auf jeden Fall nochmal mit dem Krebs am Zug gehen. Und mit einem Rieseninventar. Vielleicht machen wir uns mal die Mühe und chippern hier mal mit unserem Düsendübel hin. Alter, ich... Was ist denn los mit mir? Ich bin hier gewesen, bin rechts an der Wand und bin auf einmal hier? Das kann doch nicht sein. Ist es tiefer, ist es höher? Wie komme ich denn in diesen Gang rein? Ist mich wahrscheinlich zu tief. Aber ich gucke den See gerade noch mal ab. Ja, ich finde das schon. Hast du mich jetzt erschrocken? Geh weg! Wir hatten doch eine Abmachung. Wo ist es? Ja, geil. Hm.
Wo ist meine Motte? Na super! Schlecht geparkt, würde ich sagen. Ja, alles gut, wir leben noch. Warum? Der war fies. Ja, geht. Ich konnte doch gerade mit der Motte auch da rein. Ohne, dass ich Schaden bekommen habe. Komische Klumpen hier alle. Kriegt die Motte Schaden? Nein, kriegt sie nicht. Es ist alles sehr, sehr komisch hier. Überall liegen hier Skelettknochen rum, aber kein Nickelerz. Da hat sich wieder was weggeworbt. So, jetzt suchen wir den Gang noch einmal. Map. Ja, hier ein bisschen weiter. Lass mich in Ruhe. Bitte. Hier ist doch schon. Das ist ja noch. Das ist ja wieder ein anderes Vieh, oder? Das ist doch nicht das, was wir vorhin gesehen haben. Das lag doch nicht auf der Seite. Ich will da rein. Ich weiß nicht warum, aber ich will da rein. Kann ich das scannen? Jo, kann ich. Scanne er eines Leviathans. Okay. Das ist ein verdammt großer Leviathan. Hä? Ich war noch gar nicht fertig. Seedrachenskelett. Alles klar, und wir haben das Ei da rausgeholt. Welcome aboard, Captain. Wieso hat sich jetzt mein Menü geöffnet? Da habe ich gar nicht drauf geklickt. Nö, das sitzen wir noch ein bisschen aus. Motte reparieren. Das können wir, glaube ich, hier drin auch ganz gut. Ich wollte gerade sagen, wo ist sie? Und was trinken. Ich bin schon wieder übelst am Vertrocknen hier. Hau direkt wieder Schaden rein. Das macht Sinn. Sehr effektiv dann. Reparieren und direkt wieder irgendwo gegenzimmern. Auf die Map. So, hier sind wir richtig. Jetzt suchen wir uns da eine Wand. Allein wie viele Rubine hier sind. Krass. Schade, dass ich nicht so ein großes Inventar habe. Was ist das Grüne hier? Tischkoralle. Wieso sieht die denn so komisch aus? Es wirkt hier unten einfach anders. Kann ja sein. Ach, ja, knall wieder dagegen, Mann. Mach ruhig deine Motte wieder kaputt. Alles klar, ja. Schön. Was bist du jetzt für ein Klumpen? Ich will's jetzt wissen. Gold. Gut, das brauchen wir ja nun wirklich nicht in den Mengen. Und das ist ja wirklich in echt großen Mengen hier zur Verfügung. Was bist du? Magnetit. Betten? Blei. Ah, so dicht dran. Es hätte auch Magnetit sein können. Bin ich richtig? Ja, sehr schön. So, guten Tag, ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Ihr ganzen Fische. Du bist jetzt aber Nickelerz. Jo, ist es wirklich. Ich dachte, ich hätte mich jetzt verlesen. Oh, hallo.
Freunde der Nacht. Das sind wieder diese komischen Spinndinger mit den langen Beinen. Oing. Lass es lieber. Ich will dir doch nichts tun. Ich will doch nur gucken. Du siehst aber so aus, als wenn du nicht nur gucken möchtest. Alles klar, hier geht's nach oben. Auf, auf. Immer schön den Wasserfall rauf. Oh, hier sind noch mehr von den Dingern. Macht eh die Geräusche oder ist hier noch was anderes? Lass gut sein. Ich tu dir doch nichts. Entspanne er sich. Hier haben wir noch mehr Blei. Was haben wir da? Oh, hier sind aber eine Menge von den Dingern. Das sieht ein bisschen aus wie das Gebiet, wo wir das Blutgel gesammelt haben, oder? Ich will nicht nach oben. Aber hier ging es doch weiter. Da wollte ich hin. Will ich da nicht hin? Warum will ich da nicht hin? Weil ich unten noch nicht fertig bin? Oder weil hier oben was ist, was ich nicht sehen will? Ich finde, bei 650 Meter bin ich auch nicht sehr weit oben. Ich bin eher unten. Na toll, jetzt mache ich mir noch viel mehr Sorgen. Hallo? Warum sagt man mir sowas? Warum sagt man mir, ich will nicht nach oben? Das war kein Nickel jetzt, oder? Na ja. Erschreckt mich doch nicht so. Weg mit dir. Du machst meinem Boot überhaupt keinen Schaden. Merkst du das? Nein, also ich weiß, dass es noch deutlich tiefer geht. Also was heißt, ich weiß es? Ich vermute es, weil ich ja nun mal für den Zyklopen noch Tiefenmodule bauen kann. Ich habe ja gerade erst den ersten gebaut und bin schon bei 900 Metern. Also vermute ich mal, dass es noch deutlich tiefer geht, aber ich finde 650 Meter auch nicht besonders hoch. Dann ist es ja gut. Achso. Ich glaube, ihr seid auch nur hier, um mich zu verwirren, ne? Jetzt habe ich hier voll die Panik, dass hier irgendwas ist. Ich gehe ja gleich wieder runter. Ist das Nickelerz? Ist das Nickelerz? Was ist das? Nein, das ist dieses komische Atommüllzeug. Ja, komm, wir nehmen zwei mit. Und zwar dich. Und dich. Guck mal, da geht mein Geigerzähler sogar an. Ja, zum Farmen müssen wir hier auf jeden Fall nochmal hin. Ich bin jetzt wieder außerhalb, ne? Ich bin jetzt nicht mehr im Lost River. Gut. Dann schippern wir hier jetzt an der Wand, dann müssten wir rein theoretisch wieder runterkommen. Ganz grob genannt. Wollte ich deswegen nicht hier hoch? Er ist nicht hinter mir. Er ist nicht hinter mir. Nein, er ist nicht hinter mir. Da geht's nur noch höher. Er ist wirklich nicht hinter mir. Du, er mag wahrscheinlich mein Gesinge nicht. Ich meine, wer sollte das auch mögen wollen, aber... Nein. Nein. Ich verstecke mich hier hinterm Baum. Er sieht mich nicht. Der findet mich nie. Ich mach's Licht mal aus. Dann findet er mich vielleicht wirklich nie. Da war Nickelerz. Ich wollte es einsammeln. Ne, wir hauen hier ab. Scheiß aufs Nickelerz. Das kriegen wir auch noch woanders. Ja. Beigern.
Alter, hört auf, sowas zu sagen, Leute. Der ist nicht harmlos. Der hat schon unsere Motte geschottet einmal. Der reicht mir schon. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was noch alles auf mich zukommt, ey. Eure Aussagen machen das Spiel nicht leichter. Alter, warum parke ich denn immer so blöd? Guck mal, das nehme ich nicht. Wo ist er denn? Zum Glück sehe ich ihn nicht. Wenn ich ihn nicht sehe, kann er mir auch nichts tun, ne? Wo bin ich denn hier hochgekommen? Ach, hier, da. Guck an. Okay, ich sehe nicht. Alles klar, alles klar. Ist denn hier ein Ausgang? Ist hier nirgendwo markiert, ne? So, dann gehen wir wieder runter. Ey, Leute, lasst es doch! Was ist denn los mit euch? Aggressives Pack. Der will nur spielen, ja. Nee, ich glaube, der will mich fressen. Boah, wo ich den erste Mal getroffen habe, ich wusste ja gar nicht, was das ist. Also gut, kurz vorher hatte mich der andere Reaper Leviathan geschrottet oder meine Motte geschrottet, getötet hat er mich zum Glück nicht. Ich konnte ihm entkommen. Aber kurz danach habe ich den getroffen und dann, ach guck mal, da war ich mit der Motte direkt neben dem und der hat sich da überhaupt nicht für interessiert. Oh, das sieht auch cool aus. Da können wir gleich gucken. Der hat sich überhaupt nicht für uns interessiert und dadurch, ach, der ist ja friedlich. Der scheint sich für Motten überhaupt nicht zu interessieren. Bin dann ein bisschen weiter weggeschwommen. Und auf einmal war der hinter uns, das habe ich überhaupt nicht registriert. Und dann war innerhalb von Sekunden meine Motte Geschichte. Kann ich da rein? Alles klar, kann ich nicht. Okay, ich habe meine Maximum-Tiefe erreicht. Da gehen wir. Alter, und dann auch noch diese ganzen Dinger da drin. Kann ich denn tiefer tauchen, ohne zu sterben? Ich bin jetzt über 900. Tötet es mich? Nö. Magnetit. Was bist du? Ah. Atommüll. Auch der Sound, wie geil ist das denn hier? Guck doch mal. Und nein, ich sage es nicht. Tada, ach hier wolltest du mich hinlotsen, quasi. Deswegen sollte ich da nicht hoch. Das ist es wert, auf jeden Fall. Oh ja! Mann, ich kann doch hier nicht an alles denken. Bremst doch einfach ab und sag nicht tiefer, fertig. Warum kann ich denn mit dir tiefer tauchen, wenn du es doch selber nicht kannst? So, ich muss eben was essen und trinken. Nicht das falsche Essen hier. Da. Vital signs stabilizing. Ja, das sitzen wir jetzt erstmal aus. Alter, ist das geil hier, oder was? Kann ich. Was machen die mit mir, wenn ich an deren Baum gehe? Warum sieht das so komisch aus, wenn ich mich bewege? Was ist das? Ich will nicht. Alter, warum leuchte ich so? Was geht ab bei mir? Alter, die werden gleich alle böse, oder? Kannst auch Spoiler tiefer als 5 Kilometer tauchen, doch dann killt dich das Spiel. Achso, also solange ich diese Tieftauchmaske ist es ja Kreislauftauchgerät, spart Sauerstoff beim Tieftauchen, absorbiert CO2 und erzeugt daraus Atemluft. Warum kommt ihr mir jetzt alle so nah? Warum sieht das so komisch aus, wenn ich mich bewege? Alter, ich gehe da gleich an den Baum und alle. Boah, auf ihn!
Er hat unser Heiligtum angefasst. Kann mich das bitte einfach... Lebensbaum, kann ich das bitte einfach heilen? Ich tue eurem Baum nichts. Ich hau nur einmal mit meinem Messer dagegen. Interessiert die nicht. Baum selber auch nicht. Was bist du da? Was hilft es mir? Ich kann da nichts mitnehmen. Ich will es essen. Heilt es mich? Bitte heil mich, Baum. Kann ich einen Ableger von eurem Baum haben? Was ist denn das? Ich will da rein. Ich will das haben. Gib es mir. Es ist nichts passiert, alles klar. Das Ende? Das Ende von mir oder das Ende des Spiels? Oh Mann. Datenbankeintrag, ach Gott, welcher war es denn? Ich muss das instant anklicken, wenn das kommt, ne? Wieso habe ich denn noch alles aufgeklappt hier? Helf mir kurz, wo muss ich gucken? Pflanzen? Guck doch mal, wie viele Zahlen hier stehen. Ich kann doch jetzt nicht alles durchlesen. Einheimische Lebensform. Land, Meer, verwertbares Meer. Nö. Nein. Nein. Riesiger Lebensbaum. Riesiger Lebensbaum. Ein gewaltiger Baum, der in einer tiefen Höhle entdeckt wurde. Der einzige seiner Art auf dem Planeten. Der Baum wird von Rochen umkreist, die auf seinen rosafarbenen äußeren Blättern weiden. Rinde. Eine harte, schnell wachsende Rinde. Bedeckt die Außenseite des Baums. Winzige Organismen leben in den Kerben der Oberfläche. Okay. Phantomeier. Die Äste sind um einige unausgebrütete Eier rumgewachsen, die zu einer Tierart mit der Bezeichnung Phantom gehören. Woher wissen wir das? Dieser Baum erscheint eine uralte, ein uralter Nistplatz zu sein. Die Eier wurden gelegt, als der Baum jung war. Und nun sind die Äste schützend um ihn herum gewachsen, während sie ein richtiger... Da ist immer dieses scheiß Verlassenzeichen vor. Während sie die richtige... zum Schlüpfen abwarten. Es wäre jetzt soweit. Schlüpft, meine Freunde. Schlüpft. Die Welt geht gerade unter. Es ist alles übelst verseucht hier. Alter, das ist übelst friedlich hier. Das finde ich so gut. Hier will ich bleiben. Kommt raus, meine Freunde, kommt raus. Wir brauchen euch. Ich kann unter dem Baum. Mach ich besser nicht, ich pack da gleich irgendwo fest. Ich will hier auch nichts wegnehmen. Helft mir. Der Welt geht's nicht gut. Wir brauchen eure Hilfe, Rochen. Aber sonst ist... Ich kann hier halt auch nichts einsammeln. Gelsack und so brauche ich alles nicht. Habe ich alles schon an der Base. Ich will euch auch nichts wegnehmen. Ihr seid bestimmt böse dann, wenn ich hier irgendwas mache, was ich nicht machen soll. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich hau da jetzt mal gegen. Nichts. Es passiert einfach nichts. Guck mal, es sieht doch so aus, als wenn es bald fertig ist. Komm raus, mein Freund, komm raus.
Ja, gut. Ich würde sagen, ich schwimme erstmal weiter. Wenn ich meine Motte wiederfinde. Da. Friedlichsten Ort gehe ich erstmal mit meiner krassen Kampfmotte hin. Von dem mit meiner krassen. Das ist ja tatsächlich schon Kampfmotte 2.0. Was sagt denn die Uhr? 45 Minuten. Es ist gleich 9:30 Uhr. Das heißt, wir werden gleich Feierabend machen für heute. Aber das war es auf jeden Fall wert. Unglaublich geil hier. Das schockt doch einfach alles. Ach, guck mal, er hat auch grüne Flecken. Jung! Das ist nicht gut. Helf, heil dich an deinem Lebensbaum hier. Und steck nicht deine ganzen Kumpels an. Das finde ich komisch. Warum kommt das immer, wenn ich hierher schwimme? Oder wenn ich näher ran schwimme? Ich weiß es nicht. Gibt es hier einen Ausgang in der Nähe? Nö. Hier schippern wir gleich noch einmal rum bis hier zum Exit. Ah, da habe ich auch irgendwie nicht alles aufgedeckt anscheinend. Aber hier auch noch nicht so richtig. Nee, andere Richtung. Noch weiter. So, da schippern wir noch einmal im Kreis, dass wir den Rand wirklich vernünftig abgedeckt haben. Nicht, dass uns da nachher noch ein Gang fehlt. Das schon wieder. Ja, ist gut. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Aber 900 Meter, ja, es ist schon Stufe 3, wollte ich sagen. Bei der Motte ist 900 Meter, glaube ich, das Maximum. Zumindest von dem, was ich bisher gefunden habe. Ich weiß ja nicht, ob es noch eine Stufe 4 gibt, vielleicht. Achso, hier geht es noch weiter. Eigentlich wollte ich ja nach Hause. Aber zur Not speichere ich naja einfach hier unten ab, dann ist das so. Dann geht es hier beim nächsten Mal weiter. Ich kann nicht noch tiefer. Ich würde ja gerne, aber es geht halt nicht. Oh ja, ich schwimme doch gar nicht nach unten. Ich guck halt nur mal zwischendurch. Das war der falsche Knopf. Wo bist du? Da. Und wieder rein. Hier ist auch nicht so komisch ekliges grünes Wasser. Hier ist vernünftig blaues Wasser. Wow. Ich sehe keinen Boden. Also ich glaube, ich sehe keinen Boden. Ich kann nicht so weit gucken. Entry? Das heißt aber Eingang und nicht Ausgang. Okay, alles klar, hier kommen wir auf jeden Fall nochmal wieder hin. Wir versuchen jetzt einen Ausgang zu finden. Sonst wird es heute zu spät. Also hier müssen wir auf jeden Fall nochmal hin, aber hier müssen wir anscheinend mit unserem Düsendübel hin, mit dem, wie heißt denn das Ding in Wirklichkeit? Ich vergesse es immer wieder. Mit unserem großen U-Boot auf jeden Fall, was deutlich tiefer tauchen kann. Wir haben ja, ich glaube, wir können jetzt die nächste Tauchstufe. Die nächste Tauchstufe bauen. Zyklop, genau, danke. Es ist mir jetzt gerade auch ins Gehirn geschossen. Das ist das Doofe, wenn man die umbenennen kann. Ich habe mir am Anfang auch einfach nicht gemerkt, wie es wirklich hieß. Ich habe sofort einen anderen Namen gegeben. Und so nennen wir es schon die ganze Zeit. Der gute Düsendübel. Ja, das werden wir aber auf jeden Fall erstmal mit unserem zweiten Zyklopen machen. Wir haben zwei. Einer ist komplett ausgebaut und der andere ist mehr so ein Testfahrzeug. Weil ich immer noch nicht so genau weiß, was so ein Leviathan oder so mit meinem Zyklopen macht. Wenn er einen schlechten Tag hat. Also der Reaper-Leviathan, den ich einmal bekämpft habe, der hat tatsächlich nichts gemacht.
Na gut, es war auch abgeschaltet, davon mal ab. Also da war der Zyklop nicht aktiviert. Der Motor war aus. Ich bin halt immer nur rein, um Sauerstoff zu tanken. Und da ist der Zyklop so dicht dran vorbeigeschwommen, er hat aber das Boot nicht angegriffen. Also den Zyklopen auf jeden Fall. Deswegen weiß ich es nicht ganz genau, was jetzt ist, wenn ich hier da durchschipper und dann Ghost Leviathan auf den zuschwimmt. Ich kann es ja da nicht jedes Mal abschalten, das macht ja auf Dauer auch irgendwie keinen Sinn. Alter, guck dir mal dieses riesen Skelett an. Krass. Heftig, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet, dass sowas hier unten abgeht. Kommen wir auf den Ausgang zu? Nein, wir finden noch einen Gang. Nein, machen wir nicht. Wir schwimmen jetzt irgendwie zu dem Ausgang. Ich will erst nach Hause. Und dann nächste Mal schippern wir hier nochmal hin und gucken uns weiter um. So der Plan. Ja, ja, ist gut, ist gut. Entspanne er sich. Ich tue dir doch nichts. Ach, guck mal. Dann nehmen wir doch einfach den... Nein. 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 Er sieht mich nicht, er sieht mich wohl, er hat mich gesehen, ich höre es ganz genau. Ich glaube, er ist hinter uns, deswegen schwimme ich mal ganz schnell weg. Guck mal, hier passt er doch nie durch. Ich drehe mich auch nicht um. Was hier was los, ey. Wir leben immer noch. Wir sind jetzt ungefähr 20 Mal auf so einen scheiß Ghost Leviathan getroffen und wir leben noch. Aber ich sollte es nicht so laut sagen. Noch sind wir nicht zu Hause. Guck mal, noch 100 Meter, dann sind wir da. Ha? Ja, das ist jetzt auch kein Problem. Er ist nicht hinter uns, oder? Nein, ist er nicht. Er folgt uns nicht. Oh. Ess wat, trink wat. Das war aber auch knapp. Komm, Esswart, Trinkwart nochmal. Das war jetzt nicht so clever. Aber egal, wir sind komplett geheilt. Ich gucke jetzt hier nochmal gerade, ob ich hier nochmal Nickelserz finde. So genau habe ich mir gerade das Gebiet gar nicht angeguckt. Nö. Aber ich sehe jetzt auf Anhieb nichts. Gut. Wo ist unsere Boje? So, dann müssen wir da lang. Dann müsste auf der linken Seite oder irgendwo gleich über uns diese Base auftauchen. Was bist du? Gucke, das war das Ei von dem Krabbenkalmar heißt da, glaube ich. Also diese Namen, unglaublich krass. Weil ich mir ja Namen so gut merken kann. Da bin ich, ach, da ist er schon. Moin, Jung. Da ist die Base. Also bei dem haben wir uns auch schon gerecht. Wir haben unseren Meinungsaustausch haben wir vollzogen. Wir haben uns überlegt, wir gehen getrennte Wege. Das hat keine Zukunft mit uns. Ja, alles klar. Mach ruhig Stress. Kein Ding. Und dann können wir beide friedlich koexistieren, haben wir uns überlegt. Ich habe hier nur eins seiner Babys geklaut. So, Pilzbiom Base. So, alles klar. Wir sind wieder... Naja, im friedlichen Gewässer ist auch Quatsch, aber wir sind wieder da, wo wir uns auskennen, ein bisschen. Das ist ein Beat. Es wird auf jeden Fall langsam wieder hell. Das ist schon mal viel wert. Ah, so, ein paar hundert Meter noch, dann haben wir es geschafft. Ich dachte, nur 5 Minuten hätten wir noch. Boah, aber ich muss auch erstmal nach Hause kommen. Also so weit ist es ja zum Glück nicht mehr. Ich werde dann auch nicht weitermachen. Lord Master, ist der Dings noch online? Ist er noch am Humanen? Lego ist es ja nicht.
du weißt, wen ich meine. Den Epic Fails ist ja noch online. Dann schubse ich euch da gleich rüber. Weißt du es zufällig? Gemacht. Das hat mein Bot einfach mal abgehalten. Guck mal, der hatte Benutzer Add. Midterm, ja. Okay, keine Ahnung. Epic Fails, ja, bis online. Alles klar. Dann wissen wir ja schon, wie immer raiden. Alles klar. So, Alter, war das eine geile Folge. Hat übelst viel Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen was freigeschaltet. Funkspruch hören wir uns nächstes Mal an, damit es noch ein bisschen spannend bleibt. Wir beim nächsten Mal wissen, was los ist, was uns da wieder anfunken will. Wir haben kristallinen Schwefel bekommen und wir haben Nickelerz bekommen. Nein, weißt du was, machen wir es noch eben? Nein, machen wir Anfang nächster Folge. Es stand zwar heute mit auf dem Plan, dass wir das Raumschiff weiterbauen, aber das machen wir dann direkt zu Beginn der nächsten Folge. Dann haue ich mir schon alles ins Inventar, was wir brauchen. Fields, Amazing Man. Okay. Ja, ein bisschen was freigeschaltet haben wir. Was war das überhaupt? Energie? Wie hieß das Ding? Irgendwie so ein Energiestab. Energietransmitter, die Reichweite einer Energiequelle. Ach, geil. Okay, das können wir bestimmt mal verwenden. JZ27, ich weiß nicht, was du von mir möchtest. Kannst du bitte in normalen Sätzen schreiben? Ich kenne dieses ganze abgekürzte Zeugs nicht. Wäre lieb von dir auf jeden Fall. So, Leute. Wie gesagt, war auf jeden Fall eine sehr coole Folge. Wir haben einiges freigeschaltet. Ja, auf den Wink mit dem Zaunpfahl von unserem guten Lord Master werde ich mir auf jeden Fall noch mal ein paar Textnachrichten durchlesen, die wir bekommen haben, dass wir da ein paar Informationen bekommen. Wenn was Wichtiges dabei ist, werde ich es dann im nächsten Stream erwähnen. Und ansonsten danke ich euch auf jeden Fall schon mal sehr fürs Zusehen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat viel Spaß gemacht heute. Ja, nächste Folge geht's weiter. Wahrscheinlich wieder nächsten Sonntag, wenn ich nicht vorher irgendwie Zeit dazwischen finde. Sonst kündige ich's an bei mir auf dem Discord-Kanal. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nächstes Mal geht's weiter. Genau, Raiden. Komm, lass uns noch den... Danke, wünsche ich euch auch. Den Epic Fails. Ja, er ist noch online. Er spielt Hausflipper, so wie es da steht. Dann ist er gar nicht mehr am Lego spielen. Kuhmann, Entschuldigung, ich soll nicht Lego sagen. Er hat gesagt, das ist nicht dasselbe. Alles klar. Ja, dann hauen wir da noch rein. Bestellt ihm schöne Grüße. Also, ne, lasst viel Liebe da, wie immer. Schaut, wer ihn nicht kennt, schaut ihn euch an. Ist auf jeden Fall ein sehr witziger Typ. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Kann ich hier schon mal das anmachen?